Hallo! Warte, hab ich die Mods aktiv? Willkommen zurück zu... Ich habe die Mods aktiv, okay. Ich dachte kurz, das wäre... Nein, das ist schon die Anti-Birth-Musik. Wir werden Isaac spielen. Ich habe den Controller dieses Mal angesteckt, wie ihr vielleicht seht. Und, wir werden wieder Random-Character nehmen. Ich kann noch Taint. Wir werden auch noch Random-Tainted machen, aber erstmal generell Random-Character. Eden! Eden ist natürlich ein optimaler Charakter, um zu starten. Zum einen starker Schnurrbart, zum anderen... dieses Item. Ah, zu weiteren anderen Technology 2. Ich bin nicht unbedingt der größte Fan von Technology 2, wie wahrscheinlich die meisten Leute. Ich weiß übrigens nicht, wie ich mein Spacebar-Item einsetze. Wir können auch nicht nachschauen, was, okay. Ich werde es wohl herausfinden, früher oder später. Oh Gott. Dann wollen wir Mama Mega mal nicht zu früh einsetzen. Der optimalste Mama Mega Einsatz wäre natürlich in Boom 2, damit wir zu Hush gehen können, falls wir das wollen. Ich meine, dafür müssen wir zu Hush gehen wollen und das natürlich, will man jemals zu Hush gehen, außer man hat die Sci-Fly. Will man, ich meine, Spiel, pass mal auf. Ich habe gerade einen guten Vorschlag für ein Bild gemacht in diesem Run. Jetzt ist deine Aufgabe, das Ganze noch weiter zu spinnen, okay, diese Geschichte. Mit dem kleinen Mama Mega Run. Ich werde sehr wahrscheinlich Mama Mega einfach setzen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Denn ich werde früher oder später eine Bombe setzen wollen. Und da muss ich herausfinden. Oh Gott, das war nicht gut. Ausgerechnet, er hat mich natürlich erwischt. Da muss ich herausfinden, welchen Knopf ich die Bombe lege und welcher das Spacebar-Item. Ansonsten wäre natürlich Ressource mal wieder eine ganz charmante Sache. Ich habe das Gefühl, es läuft gerade wieder sehr ähnlich wie der letzte Run. Damit mache ich nicht den Daily Run, sondern den letzten regulären Run, den ich gemacht habe. Wo ich einfach die ganze Zeit über absolut keine Ressourcen hatte. Und, ich glaube, die Wolke ist jetzt aktiv. Ich meine, mein Damage ist enorm. 3,46 für einen Technology 2 Run auf Ebene 1. Hervorragend. Mach mal einen Neustart. Mach mal einen Neustart. Wir bleiben jetzt bei Eden. Ich habe einen Reset-Key. Oh Gott, ich weiß nicht, mit welchem Item ich... Oh nein. Wisst ihr, ich bin gestorben wegen... Ich sage, es liegt am Controller, weil es so ungewohnt ist für mich. Was haltet ihr von dieser Ausrede? Nein, geht doch nicht... Continuum. Ich meine, ist auch nicht unbedingt das schlechteste Item. Ist auch nicht das beste, aber... gibt jetzt schlechtere Items. Vor allem soll es mir Spectral Tears geben, wenn mich nicht alles täuscht. Und Spectral Tears sind auch manchmal ganz schwer in Ordnung. So, und ich habe auch rote Herzen diesmal. Ist das nicht bezaubernd? So, mit R1 mache ich Pillen. Okay. Und dann mache ich mit... Ich weiß die Steuerung nicht. Ich weiß nicht, womit ich Spacebar-Item einsetze. Was an sich ja okay wäre, aber... der Reset-Key. Den will man halt auch nicht auf Ebene 1 direkt einsetzen. Aber mal schauen, wenn es passiert, dann passiert es, okay? Ist einfach ein gewisser Risikofaktor, der jetzt mit dem Spiel ist. So, ich habe eine Bombe. Bombe ist L1 und nicht L2. Oh, das steht hier ja sogar. Höchst ungünstig. Ich meine, wir haben Bonus-Item rausgeschlagen, okay? Ist es der beste Nutzen eines Reset-Keys? Nein. Machen wir uns an der Stelle nichts vor. Aber, okay. Wir müssen jetzt auch mal ehrlich sein. Das ist ein... Ich habe Bonus-Continuum bekommen. Und ich meine... Hallo? Es könnte schlimmer sein. Isaac's Tears. Okay, L2 ist... Beziehungsweise LT ist... Isaac's Tears ist eigentlich schwer in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ich mich beschwert habe. Ich meine, aktuell wird es ja noch nichts bringen, aber... Die frühe Devil Card kann natürlich auch ganz nett sein. Seht ihr, Isaac's Tears ist schwer in Ordnung. Warum habe ich mich beschwert? Wollen wir später noch stärkere Tränen oder so bekommen, können die wirklich sehr in Ordnung sein. Das ist also ganz nett. Ich fühle mich aktuell extrem unsicher, auf dem Controller zu spielen. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Tearsab ist so stark. Falls euch das bisher irgendwie entgangen sein sollte. Aber ich bin nicht, ich fühle mich nicht allzu sicher. Aber ich bin mir sicher, im Laufe der Zeit
Mache ich die Karte auf. Select. Select für die Karte. Das ist halt alles komisch. Das ist alles ganz komisch plötzlich. Aber ich will mit dem Controller spielen, damit ich mir halbwegs angewöhnen kann. Irgendwie. Beziehungsweise, ich habe die Hoffnung, dass ich mit dem Controller besser in Lage sein sollte, Dingen auszuweichen. Versteht ihr? Und dementsprechend. Oh Gott. Könnt ihr bitte nicht das machen? Dementsprechend will ich ein bisschen verstärkt auf den Controller setzen. Bitte, ich habe nicht das Gefühl, dass er im Endeffekt mein Gameplay durchaus verbessern können wird. Natürlich. Oh Gott! Aber ich habe 2 Herzen zurückbekommen. Growth Hormone ist natürlich absolut fantastisch und das war eine knappe Kiste, okay? Das war ein sehr knapper Bosskampf gerade. So, Karte. Secret Room. Wo wäre ich, wenn ich der Secret Room wäre? Ich habe absolut keine Ahnung. Machen wir erstmal den Raum. Boom. Yeah. Oh, das könnte mit Continuum, könnten Isaacs Tier sogar noch wirklich interessant werden, wenn wir auch noch mehr Range haben. Fällt mir gerade auf. Das könnte interessant werden. Folgende Sache. Wo bleibt das jetzt für die ganze Ebene? False PhD. False PhD ist gut. So, wir haben Tiers down, aber Damage up. So, jetzt war jetzt damit nur noch schlechte. Welchen Tiers down und ein Damage up mitnehmen? Ich glaube, die Antwort ist nein. Aber False PhD könnte doch im Laufe des Runs höchst interessant werden. Ja, ich habe kein Geld. Warum schaue ich überhaupt? so. Schultertaste. Kein Secret Room für mich. Ist okay. Ist okay. Ich will auch gar nicht. Ich will auch gar keinen. Deswegen gehen wir einfach weiter. Okay, ich würde sagen, das lief okay soweit. Lief es gut? Nein. Ich bin einmal gestorben. Und dann habe ich einmal den R-Key viel zu früh eingesetzt. Also, ich denke, von gut kann man nicht unbedingt reden. Aber es lief auch nicht so schlecht, wie es hätte laufen können. Und wir haben Bonusbomben bekommen. Das heißt, es ist ja auch so alles. Ist doch alles quasi ein gewonnener Run an dem Punkt. Also ich sehe das Problem gar nicht. So, und jetzt natürlich, wenn wir da oben den Secret Room haben. Warte, kann der hier sein? Nee, ich glaube, hier war ein generell Felsen. Ich glaube, hier oben kann der Secret Room nicht sein. Alles gut. Alles gut. Ich muss mir gar keine Gedanken machen, was wäre, wenn da oben der Secret Room wäre. Denn er wird dort oben nicht sein. Und der starke Einsatz von Isaacs Tears gerade, aber generell war dieser Raum ein bisschen... Ich würde sagen, er war unbedingt nicht zu meinen Gunsten ausgelegt, okay? Ich denke, so weit will ich mich aus dem Fenster lehnen. Und ich muss noch eine Sache anmerken. Und zwar, die hat doch mit der PSP oder wieder mit der PSP zu tun. Ich bin natürlich aktuell noch stark dabei, auf meiner PSP starkes Gameplay an den Tag zu legen. Und was ich letztens angefangen habe, mit letztem Mal nicht gestern, war God of War Chains of Olympus auf der PSP, was natürlich klassisches Spiel ist. Hat sich 1,2 Millionen Mal verkauft, also scheinbar ist der Akku leer. Okay, dann wird das soweit ein ziemlich langer Ausflug auf, auf dem Controller. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich das gespielt und ich denke, es ist ein höchst beeindruckendes Spiel dafür, dass die Konsole 2004 rauskam. Also stellenweise, man sieht es und man denkt sich so, das sieht fast besser aus als die PS2-Teile. Es ist erstaunlich. Es ist absolut erstaunlich. Und es ist natürlich auch ein spaßiges Spiel, ist ein guter Vorteil. Mom's Eye Shadow ist auch ganz nett, ist auch ganz spaßig. Secret Room, bist du hier? Ist er zufälligerweise wirklich? Das trifft sich doch ganz gut. Dann nehmen wir die Bomben mit. Sprengen den Kollegen weg. Und... Oh, wir können auch gerade jetzt in den Shop rein. Pass mal auf. Pass mal auf, hier gibt es noch ein paar Dinge, die wir mitnehmen wollen. Auf jeden Fall hat das Spiel ein gewisses Problem. Und zwar freest es bei mir ständig. Ich spiele das Spiel und es passiert ständig, dass einfach... Das Spiel, ich habe einfach nur Standbild, die Musik läuft doch weiter, aber ansonsten kann ich nichts mehr machen, außer die PSP dann neu machen und dann bin ich auch wieder im letzten Speicherpunkt, was ein ganz kleines bisschen nervtötend ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Und Frage, die ich mir stelle ist, ich habe danach mal gegoogelt und ich habe herausgefunden, dass es
Ich meine, zum Teil ist das ein Problem, dass, das waren gute Growth-Hormones. Zum Teil ist es ein Problem, dass irgendwie andere Leute haben, aber ich konnte nicht ganz irgendwie eine Bestätigung dazu finden. Was ich auf jeden Fall finden konnte, ist, dass es gibt auch eine PS3-Collection mit den PSP-Teilen. Und da ist die Sache, dass die auch öfter freest. Und was ich fragen will, um ein bisschen, ich dachte mir, vielleicht werden wir die Schwarmintelligenz zu unserem Vorteil ausnutzen können. Irgendjemand von euch hatte God of War auf der PSP, Chances of Olympus, nicht God of Ghost of Sparta, okay? Und wenn ihr es hattet, ist das Spiel bei euch gefreest? Ich habe absolut keine Ahnung, vielleicht liegt es an dem PSP-Modell, über das ich spiele. Ich spiele es über die E1000er-Reihe. Das heißt, es könnte daran liegen, dass es freest eventuell. Vielleicht ist die dafür anfällig, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Spiel auch extra mal gereinigt. So ist jetzt auch nicht. Ich habe mich einfach mit der schmutzigen Disk weitergemacht. Und PSP-Spiel zu reinigen ist super nervig, möchte ich noch dazu anmerken. Aber irgendwie hat alles nichts geholfen. Ich dachte, ich hätte das Problem gelöst und dann heute ist einfach wieder random an einer Stelle gefreest und es ist wirklich nervig. Vor allem ist das Spiel damit effektiv unspielbar. Und zu einem gewissen Ausmaß existiert das Problem auch bei anderen Leuten, aber ich habe keine Ahnung, in welchem Ausmaß. Steht ja. Und mein Hals ist gerade ein bisschen verschleimt, wie es aussieht. Was ganz angenehm ist. Alles okay. Ich bin gerade erst aufgestanden. Ja, ich bin aufgestanden. Ich habe ein bisschen God of War Chains of Olympus auf der PSP gespielt und es gefreest. Ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ich werde das Spiel aber auf jeden Fall noch auf... will ich in den Devil D reinschauen? Ich werde das Spiel auf jeden Fall auch mal noch auf meiner 2000er-Reihe PSP anfangen. Da ich sowieso die meisten Spiele spielen sollte, weil ich die auch capturen kann. Über ein Component-Kabel. Dann werde ich mal schauen, ob es da auch freest. Ich werde noch selber ein paar Experimente wagen. Auch wenn ich nicht wirklich Lust habe, das Spiel wieder neu anzufangen. Ich werde jetzt auch bei 2 Stunden. Schauen wir rein. Broken Heart ist natürlich nicht übel. Schlecht. Okay. Okay, war nicht ganz der Plan, aber ich habe jetzt Damage von 13,2. Beziehungsweise 13,3. Ugh. Ich wollte Judas Shadow nicht mitnehmen, aber es ist, wie es ist. Mit Judas habe ich auch alles gemacht, okay. Ich werde keine vollen Herzen bekommen in diesem Run, aber ich bin stärketechnisch ein bisschen... Ich bin relativ euphorisch, würde ich fast sagen. Denn für den Punkt des Runs ist das nicht übel. Speed Down nehmen wir mit. Fürs kleine Damage up. Wir bauen eine Brücke. Oh nö, doch jetzt keine Spinnen. Setz nicht so. Setz nicht wie God of War Chancellor of Olympus auf der PSP, okay? Ich habe das Gefühl, dass es auch wirklich im Spiel liegen könnte, weil als ich online danach gesucht habe, habe ich verschiedene Forenbeiträge gefunden. Zum einen zu der PS3-Version und zum anderen auch von dem PSP-Emulator. Deswegen, ich weiß nicht, ob es wirklich an der Hardware liegen kann an dem Punkt oder ob es an dem Spiel liegt. Aber wenn es am Spiel liegt, warum liegt es am Spiel? Ich habe noch so viele Fragen. Ich meine, das ist so das meistverkaufte Spiel der Plattform oder so. Mit das meistverkaufte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine genauen Zahlen, aber es kommt auch vor. Üblicherweise mögen Leute die Reihe. Und es freest einfach ständig bei mehreren Leuten. Ich habe das Gefühl, das sollte so auch nicht ganz sein. Wenn ich das mal so sagen darf. Und nein, ich habe den neuen God of War Teil nicht gespielt. Ich weiß, dass die Frage aufkommen wird. Ich habe ihn nicht gespielt. Werde ich irgendwann mal machen? Keine Ahnung. Generell, weil was ich auch geplant habe für dieses Jahr auf YouTube, das ist die Plattform, auf der wir uns befinden, glaube ich, hoffe ich. Außer jemand reuploadet auf mein Video. Was soll das? Hör auf damit. Das schaut doch sowieso niemand. Warum wollen wir die Mühe machen? Auf jeden Fall. Was ich für dieses Jahr auch geplant habe für den Kanal ist, dass ich von verschiedenen Videospielen solche Videos machen will, wo ich einfach das gesamte Spiel in einem Video durchspiele, wie ich es jetzt auch letzte Zeit mit Resident Evil 7 gemacht habe und den Resident Evil 7 DLC. Ich habe mir auch eine kleine Liste gemacht. Es gibt ein paar Spielereien, die ich dafür in Angriff nehmen will. Zum Beispiel würde ich mich ganz gerne durch die Metroid-Reihe spielen soweit. Also angefangen mit dem Remake von Teil 1 und ich mache weiter mit dem Remake von Teil 2, denn... die Originale. Ich bin nicht bereit dafür. Aber nein, wisst ihr was? Wir bleiben bei Isaac's Tears. Sehe ich gar nicht ein. Wir bleiben bei Isaac's Tears.
Ich bleib den Isaacs Tears treu. Denn ich habe das Gefühl, Isaacs Tears können auch höchst interessant werden. Und wir hatten schon vor nicht allzu langer Zeit schon wieder Geilo im Run. Ich werde es nicht schon wieder mitnehmen. Au. Das Problem ist jetzt, dass ich bald sterben werde. Ich würde mir wünschen, dass dem nicht so ist, ehrlich gesagt. Ah, ich denke, ich werde einfach mal in den Shop rüberschauen und sehen, ob der vielleicht ein nettes Herz für mich hat. Ich meine, ich werde nicht sterben. Ich werde einfach nur mehr Damage und mehr HP weniger Maximal-HP bekommen, aber ich will trotzdem mein Glück nicht herausfordern. Ah ja, genau, auf jeden Fall, das ist die Sache, die ich machen will. Und ich habe mir dafür auch verschiedene Spiele und Spielereien überlegt, natürlich ein paar Resident Evil-Teile, denn da bin ich aktuell immer noch so ein bisschen in der Stimmung dafür. Damit meine ich das Remake von Teil 2, das Remake von Teil 3, von Teil 1, entweder Remake oder Original, also Teil 1, 2, 3 und natürlich Teil 4. Das gefällt mir gerade gar nicht. Und natürlich Teil 4, der rauskommt. In absehbarer Zeit das Remake davon. Scheinbar eine Menge Remakes. Und was ich mir auch überlegt habe dafür ist, ich glaube, ich will mir auch die God of War-Reihe anschauen. Deswegen, also erstmal mit der originalen Trilogie angefangen, die auch nicht unbedingt zu lange gehen. Das heißt, das ist eine Sache, auf die ich wirklich Lust habe. Und mal schauen, was daraus wird. Ob ich es tatsächlich in die Tat umsetzen werde, aber ich denke, es wäre ganz nett. Vor allem längere Videos sind für YouTube sowieso immer eine ganz gute Sache, einfach weil Watchtime enorm wichtig ist. Auch wenn Leute das immer ganz gerne mal unterschätzen, aber Watchtime ist der wichtige Wert. Die Views interessieren niemanden intern von YouTube. Es ist nur die Watchtime, die relevant ist. Two of Spades. Wäre besser, wenn ich nicht gerade einen Schlüssel hätte. Devil. Ich weiß, lass mich Devil direkt einsetzen. Weg damit. The Devil. Judgment ist gut. Ich werde erstmal den alten Hermit mitnehmen. Und dann werde ich oben in den Stachelraum reingehen und sehen, was passiert. Ah ja, mit diesen Einspielen, einem Video durchspielen. Ich habe das Gefühl, dass die Sache, an der ich weiter festhalten sollte. Ich meine, sind sowieso Spiele, die wahrscheinlich generell nicht so viele Leute schauen würden. Und jedes Mal für alles so viele extra Videos machen müsst, für jede einzelne Folge und sowas. Wisst ihr, dass das viel Arbeit ist? Und Folge 2 schaut dann sowieso niemand mehr. Was machen wir denn am besten? Wir holen uns hier ein paar Schlüssel. Und dann mache ich, denke ich, Two of Spades, um mir 8 Stück daraus zu machen. Judgment. Will ich Judgment schon setzen? Ich würde sagen, wir nehmen Judgment einfach mal mit in den nächsten Raum. Beziehungsweise auf die nächste Ebene. Und hoffen, dass wir dann irgendwo eine Pille auftreiben können. Denn mit Placebo wäre eine Pille extrem hilfreich. Enorm hilfreich. Hier sind überall Pillen, aber ich komme nicht ran. Das ist nicht fair. Kann mich mal jemand fliegen lassen? Helft mir mal. Ich brauche die Fähigkeit, die Möglichkeit zu fliegen. Oh Gott. So, Schlüssel. Brauche ich nicht wirklich. Ich brauche die Möglichkeit zu fliegen. Meinte ich. Sollen wir hier vielleicht ein Secret Room? Zufälligerweise ja. Was ist das? Eye of Greed. Oh ja, sicher. Klar. Nehmen wir mit. Jetzt habe ich an sich die Gold Tears, auch wenn es nicht so aussieht. Aber glaub mir, die Tränen, die ich abfeuere, sind aus Gold. Immerhin hätte ich schlechter laufen können. Da war wenigstens noch was drin. Stapler. Stark. Okay, wisst ihr was? Den Boss Challenge Room kann ich auch direkt machen. Ich sollte mir da nicht so unsicher sein, denn irgendwas sagt mir, dass ich durchaus genug Angriff habe, um mit den Bossen ja fertig zu werden. Katsching, meine Freunde. Oh, das gefällt mir mit Eye of Greed. Vor allem Eye of Greed, hab ich das jemals gefunden bisher? Ich weiß nicht mal, seit wann ich das freigeschaltet habe, aber ich könnte schwören, dass ich das aus meinem eigenen Spielstand bisher nicht kannte. Ich das immer nur bei meinem 100% Spielstand, wenn dann hatte. Und noch ein 10er, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, das lohnt sich. Da bekommt man beim Sparen noch extra Geld dazu. Das sind quasi Zinsen. Au. Lil Dumpy.
Ich habe nicht nach Little Dumpy gefragt, aber er ist trotzdem hier und versuchen wir das Beste draus zu machen. Ist natürlich ein bisschen schade, dass ich Isaacs Tiers inzwischen aufgegeben habe, aber ich habe das Gefühl, Placebo... Ich bekomme einfach nur mehr Münzen. Ich habe das Gefühl, Placebo ist in diesem Run definitiv die richtige Entscheidung. Oh mein Gott, und da ist auch noch ein Fünfer, was? Ist doch lächerlich an dem Punkt. Und ich weiß, dass ich den Judgment mal setzen könnte. Wenn wir noch machen, wenn die Zeit gekommen ist. Ich will aber erst noch in den Shop reinschauen. Und danach können wir den Judgment setzen. Seht ihr, jetzt werde ich ihn setzen. Denn dieser Shop hat nur mehr Geld für mich. Ja, so ist es, wenn man einfach nur reich wird. Manchmal ist das das Leben. Muss man sich manchmal mit abfinden. Er sollte nicht auf den Itempool des aktuellen Raums zugreifen, oder meine ich, das macht er ganz sicher nicht, aber ich will ihn trotzdem nicht im Shop setzen. Vertraue ich aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich habe 2 Luck. Das ist jetzt nicht nervig. Gib mir eine Pille, bitte. Keine Karte, ich brauche eine Pille. Box, da ist eine Pille drin. Ah, Magician. Keine Ahnung, warum nicht. Ah, Death-Karte. Warum lebst du noch? Hey, wer lebt hier sonst noch? Ihr beiden. Tu nicht gute sind das. Dann das Solar, was ich sehr zu schätzen weiß. Butter will ich nicht. Retrovision. Taking damage has a 2% chance to drop one of Isaac's passive items. Ein schwarzes Herz? Ja, nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Ich meine, nicht der größte Fan von Retrovision. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu ungefähr 30% schuld bin, dass Retrovision überhaupt im Spiel ist. Die Sache ist nämlich, als das Spiel neu war, in irgendeinem Video, in einer der ersten Folgen oder so von Isaac, meinte ich so, oh, was könnte man sonst noch für negative Pilleneffekte haben, die kreativ sein können. Und ich meinte, oh, wie wäre es, wenn man so einen Mosaikfilter über das gesamte Bild legen würde. Wäre das nicht echt lustig? Das wäre doch auch einfach zu machen. Und dann bekamen wir es und ich meinte, oh, Retrovision, so ein Schwachsinn. Warum ist das überhaupt da? Aber ich sehe ein, dass ich zu einem gewissen Ausmaß daran schuld bin. Eye of Belial ist natürlich... 2 von 3 Conjoined. Wir nehmen Eye of Belial mit. Conjoined ist natürlich auch verlockend, aber... Ich denke, Continuum in Kombination mit Eye of Belial ist ziemlich stark. Dann werde ich mal die Ebene noch weitermachen. Und vielleicht bekommen wir noch irgendwo die Möglichkeit, kurz zu fliegen, was extrem gut wäre, aber wahrscheinlich nicht, was extrem nicht so gut wird. Aber das ist okay. Ich könnte auch versuchen, ein paar Pilze wegzusprengen, aber ehrlich gesagt sind mir die Bomben mehr wert an dem Punkt. Denn Pilze rücken nicht mehr so viel Stoff raus, wie es damals der Fall war. In den guten alten Zeiten. Was haben wir hier? Ein Knopf, der einen Gegner spawnen wird, den ich nicht mag. 3 Gegner, die ich nicht mag. Und eine Trollbombe. Cool, 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 cool. So, Boss Challenge Room habe ich auch gemacht, in den... Ich kann nicht gerade... ich kann gerade nicht viel machen. Pass auf, ich werde einen Versuch in Sachen Super Secret Room wagen. Und zwar bei dem Raum ganz links werde ich sie ganz links versuchen zu legen. Denn das ganz oben sieht mir ein bisschen... Ich weiß nicht, sieht mir komisch aus für den Super Secret Room. Das heißt, wir werden 2 Versuche wagen. Ich meine, es sieht aus, als ob hier einer sein könnte, oder? Ja, aber es ist keiner. Es sieht nur so aus. Genauso wie es aussah, als ob God of War Chain of Olympus, nachdem ich mühselig die dumme Diske gereinigt habe, was nervig ist, weil sie ein Plastikgehäuse ist, man die ganze Zeit mit dem Finger bis versuchen muss, das zu drehen. Genau wie da, als ich dachte, dass das Spiel jetzt normal funktioniert und es dann trotzdem nach einer Stunde wieder gecrashed ist. Sah nämlich auch gut aus. Und dann nicht mehr. Macht einen sauer sowas. So, komm. Okay, das hier unten sieht auch nach Super Secret Room aus. Und da ist er auch. Okay, wisst ihr was? Nein. Mir ist gerade aufgefallen, es wäre eine dumme Entscheidung, ihm mein ganzes Geld zu geben. Und hätte ich die Bombe hierfür jetzt verschwenden sollen? Wahrscheinlich nicht. Oh, der Devil Deal ist aber noch offen, aber es bringt mir nichts. Warte, da ist eine Batterie im Shop, es bringt mir was. Devil Deal bleibt offen. Devil Deal bleibt offen. Devil Deal, mach mir jetzt nicht schwach.
Bleib einfach offen, okay? Oh, ist eine kleine Batterie, aber es reicht. Schwarzes Herz und Retrovision, ebenfalls schwarzes Herz. Komm schon, Devil Deal. Devil Deal, Devil Deal, Devil Deal. Bleib offen, er ist weg. Ja, yeah, ich denke, das war zu erwarten, aber ich bin dennoch ein bisschen enttäuscht. Genau wie heute Morgen, als ich mühselig nach mühseliger Reinigungsarbeit wieder God of War Chains of Olympus auf der PSP gestartet habe, wo es trotzdem wieder gecrashed ist. Was soll denn das? Sehr enttäuscht war ich da. Wirklich? Das ist nicht mal ein Witz. Also bevor ich den Challenge Room mache, würde ich ganz gerne schauen, ob wir vielleicht irgendwo noch eine Pille herbekommen. Denn eine weitere Pille wäre höchst hilfreich. Ob ihr es glaubt oder nicht. Einfach damit ich... Oh, der Shop ist irgendwo da ganz oben. Das ist nicht gut. Einfach damit ich nochmal... damit ich die Placebo ein bisschen noch verwenden kann. Ich meine, so schwer sollte es ja auch nicht sein, an ein paar Pillen zu kommen, oder? Wir schreiben doch heutzutage alles, wenn man nur die richtige Ausrede hat. Das kann nicht so schwer sein. Fand ich jetzt nicht nett. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Finde ich gar nicht nett, was ihr hier gerade macht. Vor allem finde ich es sehr verwirrend, ehrlich gesagt. Oh, blaues Feuer ignorieren wir. Oh mein Gott. Ich würde gerne sagen, Money Equals Power wäre auch ganz nett. Aber ehrlich gesagt, Money Equals Power ist... Seitdem ist schon lange ziemlich schwach auf der Brust. Muss man ganz klar sagen. Das ist doch ganz nett. Auch wenn ich schwören könnte, dass ich das Trinket habe, welches bringt, dass Steine, die beim Wegspringen manchmal Münzen geben. Aber ich habe, glaube ich, den, der aufleuchtet, wenn man... oh Gott. Ah, ich habe, glaube ich, den, der aufleuchtet, wenn man einen Tinted Rock irgendwo hat. Und wie sie herausstellt, hat mir bisher noch keinen Tinted Rock irgendwo. Dementsprechend ist das eine, das ist nur eine Vermutung soweit. Aber vielleicht bekommen wir einen Crawl Space. Das heißt, sie sollte immer schön... Das ist mir ein Schlüsselwert. Eine Pille drin sein. Ich glaube, mir gefällt dieses Trinket besser, ehrlich gesagt. Schon. Ja, nicht das, was ich wollte. Aber die gute Traumfänger. Keine verkehrte Sache. Auch keine gute Sache, aber auch nicht die verkehrteste Sache der Welt, okay? Und dann haben wir noch ein paar Münzen. Ich habe so viele... Moment, ich habe keine Münzen. Ich habe überhaupt nicht mehr viele Münzen. Ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Münzen, aber ich kann nichts damit anfangen. Dann habe ich gesehen, dass ich gar nicht mehr viele Münzen habe. Bad Trip. Spawnt ein schwarzes Herz, aber gibt mir ansonsten auch nichts. Cool. Bad Trip ist also gänzlich nutzlos für mich. Das weiß ich natürlich sehr zu schätzen. Secret Room. Bist du da irgendwo? Da ist er. Na, dann wiederum. Wir bekommen damit eine schnelle Aufladung. Oh mein Gott. Das war nicht knapp. Was sollen überhaupt die Aussage, dass das, die Andeutung, dass das knapp gewesen sein könnte? Das war nämlich überhaupt nicht knapp. Crawlspace Rocks and Tinted Rocks blink every 10 seconds. Oh, Crawlspace Rocks auch? Dann wiederum, ich bleib bei der Fliege. Ich bleib bei der Fliege, mir egal. Der dumme Stein hat bisher nichts gebracht und er wird auch nichts mehr bringen. Das ist meine Meinung. So, dann machen wir noch ein paar Steine weg. Denn das ist scheinbar die Alternative dazu. Hey, hey, hier ist nichts. Hier ist nie irgendwas Brauchbares. Da kann eine Pille drin sein in dem Automaten. Das heißt, er ist halbwegs brauchbar. Ich behalte ihn mal noch im Hinterkopf. Your Dry Baby wäre ziemlich stark. Stars-Karte. Ich wünschte, ich hätte die Stars-Karte mitgenommen. Wisst ihr das? Ha.
Ich habe zu wenig Speed für sowas. Ich bin zu langsam für so einen Raum. So, wo ist denn der normale Secret Room hier? Mit der Bad Trip Karte kann ich an sich kostengünstig in den Cursed Room. Es wird riskant, aber machen wir einfach mal. Und ich würde sagen, das war es absolut wert. Absolut wert war es das. Sogar ein Speed-Up und da ist mein Herz. Yeah. Ja, das war nicht die schlechteste Sache, die ich jemals gemacht habe. War es die beste Sache, die ich jemals gemacht habe? Dann habe ich viele Zweifel, aber es war nicht die schlechteste. Und jetzt werde ich einfach mal hoffen, dass hier eine Pille rauskommt. Kommen hier überhaupt Pillen raus? Ich gebe jetzt 10 Münzen runter. Dann bin ich fertig mit dem Automaten. Automat, wir sind fertig miteinander. Aber danke für die Rückzahlung. Ich habe den normalen Secret Room noch nicht gefunden. Er ist neben dem Cursed Room, oder? Yep. Er ist in dem Cursed Room. Sag mal, Spiel, was soll ich mit dem ganzen Geld jetzt noch machen? Du musst mir auch einen Shop geben, wo ich das Geld ausgeben kann. Das war jetzt auch ein sehr... dieser Raum war jetzt auch sehr schwach auf der Brust, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ich die Bad Trip-Pille einsetze. Es ist absolute Verschwendung von allen Ressourcen. Außer ich habe nochmal vor, in den Cursed Room zu gehen. Ansonsten bringt das absolut nichts. Aber gut. Wir haben den Boss noch gar nicht gemacht auf dieser Ebene. 36% Devil Deal Chance. Ich meine, ist nicht gut, ist aber auch nicht schlecht. Also mal schauen, wie es laufen wird. Ähnlich, das gleiche dachte ich mir auch, als ich heute Morgen God of War Chains of Olympus auf der PSP gestartet habe. Und mir dachte, hey, vielleicht wird es diesmal gut laufen. Ich muss mir merken, dass wenn ich Schaden genommen habe, dass ich kurz danach dann die Bad Trip Pille einsetze. Kurz darauf die Bad Trip Pille einsetze. Denn die gibt mir dann einen netten Bonus. Der alte Krampi! Oh. Ist jetzt nicht so Krampi. Und er gibt natürlich das dumme Ei. Er gibt nie das gute Item. Dummer Krampus-Head, der ist überhaupt nicht gut. Ich meine, ist er gut? Keine Ahnung, er war irgendwann mal gut, aber die Zeiten sind vorbei. Ich will den nicht mitnehmen. Ah, oh, so ein Schwachsinn. Okay. Weiter geht's. Wir sind immer noch auf der Suche nach einer guten Pille. Mit einer guten Pille meine ich, die sind eh alle verhältnismäßig schlecht, aber ihr wisst, was ich meine. Eine, die mir mehr bringt als Bad Trip. Wobei Bad Trip auch nicht so wenig bringt. Und ich habe in dem Traumfänger ein halbes Herz bekommen. Ich hätte nachschauen können, was der Traumfänger mir sonst noch bringt, aber ich habe mich scheinbar dagegen entschieden. Beziehungsweise ich habe komplett vergessen, dass ich den Traumfänger überhaupt besitze. Außerdem Lil Dumpy, vielen Dank für deine Arbeit hier gerade. Es war tatsächlich enorm hilfreich. Wheel of Fortune. Nein, auch nicht übel. Kann man ein bisschen was mit anfangen. Auch nicht wirklich gut, aber... Oh, pass mal auf, wisst ihr, was wir machen? Jetzt, wo ich sowieso gerade so wenig Herzen habe, wir schauen erstmal in den Shop. Und dann werden wir mal den Boss-Challenge-Room mitnehmen. Noch eine Bad Trip-Pille. Das ist ja hervorragend. Die habe ich mir gewünscht von meinem letzten Shop. Die Pille, die ich bereits besitze und für nicht zu hilfreich befunden habe. Aber wir können uns damit gut in den Boss-Challenge-Room reinmogeln. Oh, das könnte die Sache interessant machen. Wie viel Schaden habe ich? 52. Ja, doch. Doch, ich denke, das könnte relativ interessant sein damit. So weiter. Aber ist es überhaupt eine gute Idee, mich in den Challenge Room reinzumogeln? Ich versuche gerade, das zu überdenken und ich glaube, es ist keine gute Idee. Der gute Automat. So, pass mal auf. Ich werde jetzt an dem Automaten spielen. Ich melde mich, wenn wir fertig sind. 2, 1, 0. War es nicht wert. Ace of Spades. Ist auch nicht wirklich wert, aber komme ich hier nicht ran. Cool. Magician-Karte, Müll. Store-Credit, yes. Wir haben keinen Store mehr. Ja, wir nehmen wohl die Bad Trip-Pille wieder mit. Hätte besser laufen können.
Alles okay. Da ich Polyphemus habe, werde ich einfach mal drüber hinwegblicken, okay? Ich lasse das einfach mal als ein akzeptables Item gelten. falls es doch erlaubt ist. Ich muss sagen, in diesem Run macht sich Polyphemus auch wirklich gut. So, ich werde jetzt erstmal mich runterschwächen, indem ich in den Cursed Room reingehe. Oh Gott. So, mir fällt gerade auf meine Taktik mit dem Boss Challenge Room. Die geht gar nicht so sehr auf, wie ich dachte. Mein Plan war nämlich, dass ich irgendwie... Oh Gott. Oh. Dass ich reingehe und dann die Bad Trip Pille einsetze, aber dann nehme ich nur Schaden. Dementsprechend ist das ziemlich dumm, aber das gerade war eine verschwendete Bombe. Gut. Dann würde ich sagen, wir können in den Boss Challenge Room rein und dann fuhlen wir uns einfach nach draußen. Und dann werde ich kurz rübergehen und die ganzen Soul Hearts mitnehmen. Ich denke, das klingt fair. So, haben wir noch jemanden, der mir Schaden zufügen will oder so? Jemand von euch? Ihr macht zu viel Schaden. Geht mal weg. Oh, warte, ich könnte die Full... Die Pille noch schnell verwenden, um mir ein bisschen Bonusschaden zuzufügen. Okay. So weit, so gut. Und so habe ich noch ein Bonus schwarzes Herz bekommen. Also, gib mir was Gutes, gib mir was Gutes. Dinner. Wisst ihr was? Wir werden nicht rausgehen. Wir werden diese schwächlichen Gegner einfach bekämpfen. Für wen halten die sich? Was denkt ihr? Ihr könnt was gegen mich machen? Sag mal... Habe ich schlecht geschlafen heute, oder was? Habe ich die gesehen? Dachte, sie können mich einfach ausschalten. Das ist doch absolut lächerlich. Allein der Gedanke daran. So, dann. Ich habe auch 11 Münzen wieder. Das heißt, ich kann dann auch noch ein bisschen in, das war dumm. Egal, wir machen Bad Trip beim... Nein, Bad Trip beim Rausgehen ergibt auch keinen Sinn. Ja, gut genug. Gut genug. Oh mein Gott, Lil Dumpy! Ist Lil Dumpy doch ein gutes Item? Habe ich Lil Dumpy immer unterschätzt? Ich habe das Gefühl, Lil Dumpy hat mir aktuell eine Menge gebracht, ehrlich gesagt. Er hat so viele Projektile abgewehrt, die mich eigentlich eiskalt hätten treffen sollen. Oh mein Gott, so viele Münzen schon wieder. Wir kommen nur echt keine andere Pille zusammen. Das ist eine Sache, die extrem schade ist. Denn dieser Run ist so eine gute Kombination. Beziehungsweise mein Bild ist so eine gute... Okay, wir machen das nicht weiter. Dieser Bild ist so eine gute Kombination, um einfach irgendeine interessante Pille zu bekommen, aber... Also es passiert einfach nicht. Es passiert einfach nicht. In dem Raum will ich mal nicht allzu viel spielen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Lass mich hier mal eben zwei Bomben wegmüllen. Dann könnte ich schon zum Boss rübergehen. Aber bevor wir das machen, würde ich, glaube ich, nochmal... mir fehlen zum einen noch Secret Rooms. Vielleicht sollte ich nach denen erst noch suchen. Hier ist keiner. Aber ich habe keine Ahnung, wo ist der Super Secret Room hier? Kann auf jeden Fall nicht beim Bossraum selber sein. Hier drüben? Ja, hier ist er. Schwarzes Herz. Dann fehlt mir noch der normale. Dann werde ich noch meine restlichen Münzen oben beim lila Automaten verspielen. Und dann werden wir sehen, was wir machen. Wo könnte der normale Secret Room sein? Ich habe das Gefühl, auf der Ebene ist er ein bisschen schwierig zu finden. Okay, hier unten ist er nicht. Er könnte aber... hier sein. Ich denke, er wird auch hier sein. Und ich lag richtig. Der olle Super Greed. Nicht Ultra Greed. Ultra Greed ist nur im Greed Mode. Das war der Super Greed. Kann man leicht mal verwechseln. Okay. Und dann pumpe ich hier noch ein paar Münzen rein. Okay. Mitten in Tapeworm. Will ich nicht wirklich haben. Natürlich doch der auch. Dann eine Hierophant-Karte. Klar, setze ich direkt mal ein. Oh, mehr Herz kann ich nicht mitnehmen. Ich bleibe aber einfach mal bei meinem Locust. Und dann gehen wir zum Boss. Keine Ahnung, ist irgendwie... Gemessen an dem Spacebar-Item und dass ich volles PhD habe, ist das wirklich ein sehr deprimierendes Ergebnis, muss ich sagen.
dass ich einfach nichts anderes als Bad Trip zusammenbekomme. Das ist so enttäuschend. Vor allem, wenn ich meinen Angriff... Ich meine, wir können auch irgendeine Pille bekommen, aber wenn ich meinen Angriff noch ein bisschen erhöhen könnte, wisst ihr, was das für eine enorme Wirkung hätte? Und das ist Stampfi, Stampfi, Mom. Ich mach ganz viel Stampfi, Stampfi. Das wird ziemlich einfach. Wir nehmen Polaroid mit. Wir gehen heute in den Himmel. Denn ich war beim letzten Mal, ich versuchte in die Hölle zu gehen. Und das ging nicht gut für mich aus. Okay, da können Pillen drin sein. Könnte ich einfach die Tatsache, dass da irgendwo Pillen sein können, ignorieren und sie nicht mitnehmen. Oh mein Gott, dieser Damage in dem Run. Das ist halt wirklich ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen widerlich, würde ich fast sagen. Broken Magnet ist ja ebenfalls widerlich. Widerlich schwach. So, ich würde sagen, wenn niemand von euch eine Pille für mich hat, dann geht ihr einfach alle. 10. Und ich bekomme auch so viel Geld zusammen, aber es bringt mir nichts. Wir hatten nicht einen wirklich brauchbaren Shop. Ich meine, okay, wir hatten Buddy in der Box. Oh, da ist die goldene Träume. Wir hatten Buddy in der Box, was ziemlich gut war, aber ansonsten... Es war's. Wir hatten nicht mal Pillen im Shop. So Schwachsinn. Kann es aber immer noch nutzen, um halbwegs gratis in Curse Rooms reinzugeben. Halbwegs gratis meine ich. Es kostet mich trotzdem Herz, aber... Können auch zwei Herzen sein. Wir kommen immer mehr Münzen und mehr Münzen. Aber es bringt mir nichts. Es bringt mir alles nichts. So, ich werde mal den Zwischenboss machen. Vielleicht hat der nämlich genau das, was ich mir wünsche. Jetzt stellt... Nein, der hat nur die Left Hand. Vielleicht wünsche ich mir die aber auch, ehrlich gesagt. Denn in roten Kisten sind auch... können auch Pillen drin sein, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich gerade meine Erinnerung nicht komplett trügt. Und dementsprechend, Left Hand bringt, dass wir nur noch rote Kisten gedroppt bekommen. Und dementsprechend wäre das vielleicht gar nicht mal verkehrt. Nein, Potrot. Übrigens, seltsamer Fun Fact zu Potrot. In Generation 2 aus Pokémon, wie ihr natürlich wisst, gab es damals noch keine Fähigkeit. Die wurde erst Generation 3 eingeführt. Und bei Potrot war es aber trotzdem die Sache, dass wenn man Potrot eine Beere gegeben hat, dass man dann von Potrot Bärensaft bekommen hat, was quasi... eine Fähigkeit war, obwohl es Fähigkeit noch gar nicht gab in dem Spiel. Weiß nicht, eine Sache, die ich mittelmäßig interessant finde. Nicht zu interessant, aber ein bisschen. So, war da oben eigentlich ein Tinted Rock irgendwo? Oder habe ich schlecht gesehen? Ei, wohl zu tief ins Glas geschaut. Wenn ich schon überall Tinted Rocks erkennen kann. Und bisher natürlich noch kein Spawn von der roten Kiste, aber das ist okay. Wir haben sie auch gar nicht verdient. Sind eigentlich die einen Kisten aus dem Raum, wo ich vorhin war, wurden die auch zu roten Kisten? Ja, zu denen will ich gar nicht erst ran. Auch hier wieder Lil Dumpy, absoluter Lebensretter. Da ist eine Pille. Health down! Nein, das sollte ich nicht machen. Health Down scheint nicht die Lösung meiner Probleme zu sein. Okay, so können wir jetzt eine Pille haben, die nicht meine HP senkt? Wär das möglich unter Umständen? Breakfast ist natürlich hierfür hervorragend. Und da ist Money Equals Power. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich meine, ich habe nicht so viel Geld mehr, aber das wird sich schon noch auszahlen. So, und dann würde ich die Ebene, ehrlich gesagt, noch ein bisschen weiter erkunden zum einen. Mir fehlen noch die Secret Rooms. Ach Gott, wo auch immer die sein können. Und zum anderen... Keine Ahnung, vielleicht finden wir eine rote Kiste irgendwo. Das wäre auch ganz nett. Da zum Beispiel. Und wir bekommen nichts raus. Ich halte aber noch an meinem Traum fest, dass wir eine brauchbare
Oh, an die Mütze komme ich nicht ran. Ich halte meinem Traum nach wie vor fest, dass ich irgendwann, irgendwie, irgendwo eine brauchbare Pille bekommen werde. Was hätte ich eigentlich gerne? Sowas wie Range Down oder so? Wahrscheinlich. Luck Down wäre, glaube ich, am besten. Denn Luck brauchen wir nicht wirklich. Verlockend. Verlockend. Vor allem mein Damage steigt an mit jedem leeren Herzcontainer, den ich habe. Lass mich erstmal schauen, ob wir den Secret Room finden. Das Problem ist, wenn ich das Item weglege, wird es weiterhin die ganze Zeit in meinen Item Pool auftauchen. Was ein bisschen frustrierend wäre. Okay, wo ist der Secret Room hier? Ist euer Ernst? Hier? Ich verschwende alle meine Bomben und ich finde ihn nicht. Hier unten. Dankeschön. Oh, wir haben ja ein paar Pilze. Hervorragend. Tears down. Tears down scheint mit auch schon wieder ein bisschen gewahrt zu sein, ehrlich gesagt. So, verschieße ich manchmal Münzen? Sehe ich das richtig? Ich habe nicht gerade Damage verloren. Ja, bei jedes Mal, wenn das Katsching-Geräusch kommt, verschieße ich eine Münze. Oh, minus 0,2 Tier. Wir setzen es einmal ein. Tears down. Wir setzen es einmal ein. Ich denke, das ist fair. So, und dann. Da würde ich einfach sagen, wir gehen ein bisschen auf Risiko. Wir nehmen Magic Skin mit. Und setzen sie einfach mal eben ein. Im Secret Room. Und schauen, ob wir irgendwas Nettes bekommen. Ich wünschte, ich hätte nicht zwei meiner Herzen verloren. Das bedeutet nämlich, ich bin ein Hit vom Tod entfernt. Und das ist eine iPhone-Pilz jetzt. Warte. No effect. I found pills. Das ist schlecht. Warum wurde die Pille jetzt zu einer anderen Pille? Wurde der gesamte Pillenpool jetzt umgetauscht? Ich hab keine Ahnung, was gerade passiert ist. Haben jetzt alle Pillen keinen Effekt mehr? Denn die Health-Down-Pille wäre jetzt inzwischen extrem hilfreich für mich. Weil ich damit ein Herz bekommen würde. Ja, jetzt ist wieder Health Down, aber ich bekomme kein Herz, weil ich ein halbes Herz bekommen habe. Okay, das Problem, wenn ihr kein Herz bekommt, weil ihr ein Herz bekommen habt. Ich hasse es, wenn das passiert. Aber der Bild an sich ist inzwischen natürlich extrem stark. Auch heute sage ich nein. Warte, warum wurde sie... Warum wurde sie zu einer iPhone-Pilz-Pille? Ich fühle mich ein bisschen betrogen. Ich könnte nämlich schwören, die Abmachung war, dass sie mir was bringen wird. Ich könnte schwören, dass das die Abmachung war. Dass die Health-Down-Pille eine Health-Down-Pille ist. I'm excited. Gibt ein schwarzes Herz. Excited mich nicht allzu sehr, aber das ist okay. Amnesia. Gib ein schwarzes Herz. Wir haben jetzt zwar keine Karte mehr, aber das ist okay. Denn es hat ein schwarzes Herz gegeben. Oh, I'm excited hat 6 Räume Aufladungszeit. Weil die 6 Räume ein schwarzes Herz ist jetzt auch nicht zu übel. Ich glaube, ich hätte die Amnesia-Pille behalten sollen. Ich hätte bestimmt weniger Aufladung gehabt, aber... zu spät. Und I'm excited scheint hin und wieder mal random loszugehen. Und da ist auch schon unser Bosskampf. Ja, okay, gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Komm schon. Okay.
Ich muss sagen, mit meinen Shielded Tears und sowas mache ich mir nicht allzu viel Sorgen um diesen Kampf. Wir wollen in den Himmel gehen, habe ich gehört. Isaac-Kampf sollte auch ziemlich okay laufen. Generell ein sehr durchwachsener Run, würde ich einfach mal sagen. Mit durchwachsen meine ich, schlecht. Mit schlecht meine ich, ja, ist eigentlich gut, aber nein, durchwachsen trifft es ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass es schlecht ist, weil das kein schlechter Run ist. Ein sehr starker Run, ein sehr potenter Run. Aber auch ein etwas wackeliger Run. Ein Schiff, das jede Sekunde sinken könnte. Secret Room? Das war zu erwarten. Turns one heart container or two soul hearts into a broken heart. Oh, zwei soul hearts werden in ein broken heart verwandelt. Das ist nicht so gut. Ist überhaupt nicht gut, würde ich fast meinen. Wir machen erstmal das. Und genehmigen uns ein ganz kleines HP ab. Okay, an dem Punkt muss man schon einmal die alte Magic Skin Flöte spielen. Und wir bekommen ein schlechtes Item. Ich kann auch nicht mehr viele Herzen haben. Ich sollte definitiv aufhören, Magic Skin zu verwenden an dem Punkt. Das geht nämlich nicht gut für mich aus. Ich denke, bisher ist noch alles. Ich meine, ich habe Shielded Tears und sowas. Ich denke, aktuell ist noch... Oh mein Gott, Lil Dumpy. Lil Dumpy. Lil Dumpy ist ein absoluter Lebensretter in diesem Run. Ich dachte immer, er wäre absolut nutzlos, aber ich lag einfach nur absolut falsch. Oh, ich hasse diesen Raum. Dankeschön. Left Hand wollen wir jetzt sowieso langsam ablegen. Gut, dass das Trinket gerade kam. Denn wenn wir Richtung Chest gehen, dann wollen wir doch unsere vernünftigen Kisten mitnehmen. Und nicht, keine Ahnung, was auch immer bei Left Hand in der roten Kiste drin sein wird. Wahrscheinlich Müll. Den Müll wollen wir auf jeden Fall nicht. Super Secret Room. Wo bist du? Okay, ich habe keine Ahnung. Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Dann wiederum, ich könnte mehr oder weniger gratis in den Cursed Room rein. Okay, wir hauen gleich ab. Wir machen nur noch mal eine Aufladung voll. Und dann bin ich weg von hier. Eine Flugkarte. Und eine kleine Batterie. So. Und zwar, wenn ich Arm Excited einsetze, dann... Warte, hat das überhaupt den Arm Excited-Effekt? Nein, warte, Arm Excited macht mich nur schneller. Nein, wir gehen nicht rein. Ah, ich dachte, das macht mich unverwundbar aus irgendwelchen Gründen, aber... Das tut es nicht. Das macht mich überhaupt nicht unverwundbar. Ich kann trotzdem hier mal kurz reinschauen. Ist auch nicht wert. The Moon. Es ist auch nicht wert. Ich kann auf jeden Fall am Excited nochmal einsetzen. Ich dachte, dass mich das kurz unverwundbar macht, aber das Einzige, was am Excited gemacht hat, war, dass für kurze Zeit die Gegner dann ab irgendeinem Zeitpunkt kurz schneller werden, was unglaublich nervtötend ist und ansonsten nicht viel. Aus irgendwelchen Gründen habe ich das vergessen, wie auch immer ich das geschafft habe. Au! Och, komm schon, Isaac. Isaac, sei jetzt nicht so. Oh, hey, und ein Säckchen. Das war gerade auch eine Menge Münzen, die wir... The Void. Joker. Wir jokern erstmal. Bloody Puppy will ich nicht. Das würde mich umbringen. Ghost Baby wäre keine gute Idee, befürchte ich. Ja, warum nicht?
Warum nicht? Wenn sich das Portal schon öffnet, dann werden wir die Gelegenheit doch wahrnehmen. Noch ein goldener Haufen. Wird mein Damage noch ein gutes Stück. Dann mache ich um 1,1 Punkte. Was ganz Nettes. So, und hier werden wir auch noch ein paar Items bekommen. Ich dachte mir schon, der Run ist ein bisschen lang, weil ich, wenn ich jetzt... Verzeihung. Wahrscheinlich irgendeine Blutspur von denen oder so, die mich gerade erwischt hat. Ah, ich dachte mir schon, der Run wird vielleicht ein bisschen langweilig sein, wenn ich jetzt einfach nur Blue Baby machen werde, aber... Ich denke, der alte Delirium, der ist schon aufregender. Also ich muss aber auch wirklich aufpassen, denn lebenstechnisch stehe ich nicht gut da. Ich stehe überhaupt nicht gut da, lebenstechnisch. Ich denke, das ist eine Sache, die wir durchaus noch in den Griff bekommen können. Leider nicht mit den Soul Hearts. So, da muss ich natürlich ein bisschen auch... Warum sind die Gegner alle auf einem Haufen? Setzen sie damit auf sich? Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich vermute auch mal, dass das hier unten dann der echte Delirium sein wird. Beziehungsweise die Chance, dass da unten der echte Delirium ist, stehen relativ... Warte, wie ist diese Ebene aufgebaut? Weil ich kann da... Oh. Oh, das ist ein seltsamer Aufbau einer Ebene. Das sieht man auch nicht jeden Tag. So, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ich versuchen muss, mit meiner Arm Excited Pille ein paar Herzen anzuhäufen. Die brauchen wir am dringendsten. Und ich denke, dann sollte beim Delirium-Kampf... Ich sollte doch nicht ins... Okay, ich bin fast ins Feuer gelaufen, weil... Ich habe aus irgendwelchen Gründen die falsche Taste gedrückt. Weil ich, warum habe ich die falsche Taste gedrückt? Weil auf einmal Amix Titan losging. Da war ich auf einmal zu aufgeregt und bin direkt ins Feuer rein. Also okay, wir machen noch mehr Amix Titan. Ich fange gerade erst an, aufgeregt zu sein. Was ist mit dir? Okay. Hier ist eine Karte, da komme ich nicht ran. Ja, mit Curse of the Lost. Und dabei rede ich nicht von dem Charakter, der nach einem Hit stirbt. Ich rede von der Eigenschaft, sich in Räumen zu verlaufen. Oh Gott. Oh Gott. I'm excited, ist enorm gefährlich. Okay, ganz ruhig. Sind wir in normaler Geschwindigkeit? Ich glaube, wir sind wieder in der normalen Geschwindigkeit. Danke, Lil Dumpy! Chaos Card. Ich meine... Ich werde sie eh daneben werfen, aber wir werden sie mitnehmen. Wir werden sie mitnehmen in den Delirium-Kampf. Fällt gerade auf, dass da unten, das kann nicht Delirium sein, denn da würde er in allen Richtungen an andere Räume angrenzen. Delirium zu suchen ist natürlich auch immer eine kleine Wissenschaft für sich. Ja, klar, warum nicht? Vor allem wegen... Oh Gott, Continuum. Wegen Continuum wird das höchst interessant. I'm excited on Puberty. Na. Weil ich Puberty schnell einsetzen könnte, ich kann ja nicht rüberlaufen. Das geht nicht gut für mich aus. Ace of Diamonds. Bring mir auch nicht, weil ich... Das soll mir irgendwo irgendwann mal was bringen. Aber nicht jetzt. Und nicht hier. Aber irgendwann, irgendwo wird es mir was bringen. Und Soul Heart. Da ist Magic Skin schon wieder. Da ist Magic Skin schon wieder. Bad Trip Amnesia. Ja, wir nehmen keine von beiden mal eben zu uns. Ich weiß, ich bereue die Brimstone vielleicht ein bisschen. Ich habe das Gefühl, es ist doch nicht so aufregend, wie ich das zunächst dachte. Und ich liebe diesen Raum hier gerade mit den drei Bossräumen, die angrenzen. Necronomicon. Ziemlich mies. Aber
Er hilft uns zu Bookworm, also warum nicht? Oh Gott. Ich wünsche auch, ich würde meinen Brimstone nicht so lange aufladen müssen. Das heißt, an der Front habe ich das Gefühl, dass er auf jeden Fall ein kleines Downgrade ist, aber... Telepathy for Dummies. Das ist natürlich extrem stark. Das ist natürlich extrem stark. Ich weiß, wir werden die Chaos-Karten nicht gegen Delirium einsetzen. Wir gehen mit der Telepathy for Dummies rein. Und dann... Ist natürlich auch ein interessantes Item. Vorausgesetzt, wir bekommen noch die Gelegenheit, es irgendwie einzusetzen. Was nicht garantiert ist. So, hier würde er zur linken Seite angrenzen, aber sonst gar nicht. Wir machen mal das. Ist aber keine Arm-Excited-Pille ansonsten. Tears down. Klar, warum nicht? Hat sowieso nichts gemacht. Puberty. Puberty. Tears down. Nein, es macht was. Ah, es war nicht gut. Speed down. Wir haben mehrere Speeddown-Pillen. Amnesia. Hm. Wir nehmen noch eine Puberty. Health down. Na, Health down macht einfach nur Health down. Nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte. Es sah zu nicht sehr viel interessanter aus, als es letztendlich war. Tornfoto? Ja. Yeah. Wir sehen die alte Feuerrate erhöhen. Habe ich nichts gegen. Aber ich sage zu dieser Brimstone mit Continuum und Telepathy for Dummies. Das wird höchst interessant. Wenn ich jetzt natürlich noch die andere Puberty-Pille mitnehmen würde, würden wir groß werden. Und gratis Herz bekommen, aber... Ich will dafür auch wirklich nicht über die Stacheln laufen. Dementsprechend werden wir das nicht mitnehmen. Ja klar, das ist mein Buddy in der Box noch einfach die ganze Arbeit hier erledigen. Habe ich auch nichts dagegen. Soweit, so gut. Ich sollte einfach zum Boss rübergehen. Brimstone. Tinted Rock! Den Brimstone haben wir ja schon. Small Rock. Senkt meinen Speed noch weiter, aber starkes Damage ab. Ich meine, 70 Speed ist jetzt soweit mal nicht zu sehr zu verachten, okay? Zu verschmähen. Ich glaube, bisher Ball wurde auch ziemlich stark inzwischen aus irgendwelchen Gründen. Ich habe mich damit ein paar Gegner reingerannt. Excited. Pille mit. Huge Growth, nicht Hyper Growth. Wäre natürlich auch cool. Aber nicht so cool wie was wir sonst haben könnten. Okay, ich sage, das ist Delirium. Ich sage, hier unten ist Delirium. Denn dieser Raum grenzt an nichts anderes an. Oh oh. Paralysis. Paralysis hätten wir mal früher bekommen sollen. Scheint mir relativ hilfreich zu sein. So, dann. Aber wir haben so viel schwarze Herzen rumliegen. Ich sage, wir nehmen Telepathy for Dummies mit. Und dann gehen wir in die anderen Bossräume rein. Und ich merke gerade, wie langsam ich wurde. Hm. Und nein, es liegt nur daran, weil I'm Excited immer wieder an- und ausgeht. Ich wollte gerade sagen, 0,8 Geschwindigkeit ist dann eigentlich doch nicht so wenig. So langsam sollte ich eigentlich gar nicht sein. Okay. Ich habe mich mal dazu entschieden, den Laufweg rauszuschneiden, ähnlich wie God of War Chains of Olympus auf der PSP meine Lebensfreude aus mir rausgeschnitten hat, als ich es heute Morgen spielen wollte und ich herausgefunden habe, dass es, obwohl ich die Disc gereinigt habe, immer noch gecrashed ist. Kleiner Fun Fact am Rande.
Okay. Der alte Satan. Sag mal, was du kannst. Ist ja nicht zu viel, wie es aussieht. Wenn mein Gegner hat, die tatsächlich genug HP haben, um länger als eine Sekunde zu überleben, ist das ziemlich interessant. So. Dann würde ich sagen, ich habe aus irgendwelchen Gründen Damage abbekommen. Ich verstehe nicht ganz warum. Und dann gehen wir zu Delirium. Damit meine ich, wir sehen uns gleich bei Delirium. Und mir fällt gerade auf, ich kann die Huge Growth Karte auch noch mitnehmen. Und dann setzen wir Telepathy for Dummies ein. Chaos Card wollen wir nicht. Dafür sind wir nicht hier. Pass auf, wir machen das. Dann machen wir das. Und dann sollten wir doch großen Damage austeilen, oder? Starke Feuerrate soweit. Starke, I'm excited Pille. Ich habe zwischendurch unterwegs noch die eine gefunden und da hatte ich mir, ja, ich kann sie noch einmal einsetzen. Ich bereue es ein bisschen, aber was haltet ihr soweit von diesem Bild an dem Punkt des Runs? Ich denke, er ist ziemlich stark. Ganz ruhig, Mutter. Wir wollen ja nicht, dass jemand zerstampft wird. Wollte schon sagen, schaffe ich es ohne Schaden zu nehmen, aber nein, nein, das tue ich nicht. Jetzt ist mir auch egal. Oh mein Gott, Verzeihung. Ging gerade die Brimstones in zwei verschiedene Richtungen? Sagen wir mal, ich wäre jetzt Scented Lost gewesen bei diesem, bei dieser Aktion gerade. Was hätte ich dann machen sollen? Scheint mir ein bisschen unfair zu sein. Aber hey, wir haben Delirium besiegt. Guter Run, würde ich sagen. Ein guter, starker Run wurde das. Knapp 80 Schaden. Aiming Brimstone. Was kann man sich mehr wünschen? Puh, und dann würde ich sagen, das war ein langer Run. Meine Güte, es war soweit der Binding of Isaac Repentance. Beim nächsten Mal werden wir bestimmt mit dem Tainted Character spielen. Oder nicht. Bis dann. Tschüss.